Wir fahren jetzt auf der Autopista Nueve, AP9. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind jetzt auf dem Wege von Santiago de Compostela nach Villanova de Arousa. Dort ist ein Campingplatz direkt am Meer, am Atlantik. Da ist Paisaje. Ja. Camping Paisaje. Ja. Da fahren wir jetzt hin. Ich denke mal, wir brauchen ungefähr noch 20 Minuten. Dann sind wir angekommen. Von Santiago de Compostela gestartet. Dort haben wir die Nacht verbracht und sind, wie viel waren das, so 70 Kilometer hier nach Villanova de Arousa. Gute 60. Ja. Compostela hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Bloß die Tavernen und so weiter, die haben dann irgendwie zu spät für uns zum Abendessen geöffnet gehabt. Aber wir haben uns dann eine galizische Pizza gekauft, Tortilla de Gallego. War sehr lecker. Mit Thunfisch, Tomate und Ei, glaube ich, war da noch dabei. Ja. Vom Geschmack her toll. Ja. Ja, und jetzt sind wir hier und das Wetter ist schön und was will man mehr? Und kaum Wind. Und also wir sind sehr zufrieden. Wir überlegen gerade, ob wir noch nicht nur zwei, sondern noch drei Tage hier bleiben werden. Wir sind ja flexibel, wir haben ja die nächsten Campingplätze ja nicht im Voraus reserviert, sodass wir immer von Fall zu Fall entscheiden können. Und ich glaube, in diesem Fall, bei dem schönen Strand da drüben, werden wir das auch schon machen. Ja, ja. Okay. So machen wir das. Venga, hasta luego. Otti, wo bist du? Na, hast du alles im Griff? Musst du noch Geld eintauschen oder wie? Aha. Okay, aber ausreichend Geld haben wir noch, ja? Schön. Wunderbar. Können wir uns noch ein Brot kaufen? Heute gestartet von Villanova de Arousa auf die Insel Ilha de Arousa. Die werden wir heute mit dem Rad erkunden. Na dann, schauen wir mal. Und schmeckt's? Ja, nach Schmeckt nach Fenchel? Ja. Na, siehst du. Ja. That one. You can see that one. Yeah. Mm-hmm. And then that one you can get it with the oil. Mm-hmm. Yeah. It's a bit oil. And salt. Yeah. Salt. Salt and salt. Salt. Yeah. And here nothing. And they leave it on the stone. Tienen tanto marisco bueno que eso no se come. You have to boil it? That one, you can do that. Boil it or just with a little bit oil. But it's really nice. Uh-huh. With the oil. Un platito de estos, uh-huh. About that one, if you get a plate in any of the restaurant or something, uh-huh, in the Canary Islands, yeah, it's only 12 euros. Just enjoy. Thank you so much. Adios. Okay, bye-bye.
denn der Hüftenwald, Strandwald hier besteht aus Pinien. Ja. Nienhagen besteht aus Buchen und in Laredo aus Eukalyptus. Ja, Nienhagen, Ostseebad Nienhagen, MacPom. Gespensterwald. Are you enjoying? Hi. Very. Toller Blick hier, hä? Jetzt sind wir auf der Westseite der Insel. Wie spät haben wir es überhaupt? 13:53 Uhr. Gut, ja, wird Zeit zum Essen noch. Deswegen sind wir auch in einem spanischen Lokal. Und was gibt's heute? Fisch. Fisch ist gut. Gibt's noch mehr Fisch? Ja, Patatas Fritas, Steinbutt und was haben wir noch? Calamares. Calamares. Genau. Und dann noch. Und Salada. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut. Ich habe schon mal ein Stück vom Brot gegessen, einen Schluck von dem herrlichen Bier. Also, es geht gut los hier. Jetzt ist die Welt viel schöner, weil... satt. Links abbiegen auf Travessia Salga. Dann noch mal in den Süden runter, wo dieser Park ist. Aber wir haben super toll gegessen und ja, ist schön einfach. So, fertig. Heute ist Freitag, der 26. Mai 2023, ja. Genau. Und unser Hochzeitstag. Richtig, vor 17 Jahren haben wir geheiratet. Und jetzt haben wir uns hier versammelt in einem Restaurant in Spanien, in, genau. Alfar, Cocina Tradicional, und? In Villanova de Arosa. Was haben die uns zu bieten? Wir werden schön Zamborinas essen als Vorspeise. Das sind Jakobsmuscheln, dazu ein Salat. Mhm. Als Hauptspeise haben wir... Linguado. Ja. A la Pancha. Gracias. Ja. Für Lothar ausgesucht und für mich Barsch. Okay.